Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Because Gaming is Fun Goes. Und vermutlich erkennt ihr es schon, ich bin in Eishockey-Club, das kann nur eins heißen, die Saison geht endlich wieder los. Holy shit, wir haben heute den 6.9.2015, 20 nach 10 morgens. Heute ist der sogenannte Freezers Day in der Barclaycard Arena in Hamburg. Die Hamburg Freezers spielen gegen die Herning Blue Fox, das ist ein Team aus Dänemark, in dem unter anderem der Spieler Daniel Nielsen spielt. Der hat vor ein paar Saisons mal für die Hamburg Freezers gespielt. Und das ist das letzte Vorbereitungsspiel jetzt vor der anstehenden DEL-Saison 2015-2016, die jetzt am kommenden Freitag, dem 11.9. losgeht, wo wir natürlich auch vertreten sind, gegen Ingolstadt. Und da kommt jemand hinter mir, sehr gut. Gehen wir mal einen kurzen Schritt schneller. Ja, was gibt's zu sagen? Ich bin jetzt gerade erstmal allein unterwegs. Anna muss noch arbeiten, Krischi pennt noch. Dazu muss man nämlich sagen, ich hatte mich gestern Abend noch mit Krischi getroffen. Wir haben eine Runde Dark Souls gespielt. Eine Runde ist gut, wir haben bis 3 Uhr morgens gespielt. Yay! War geil, haben einiges geschafft. Und ja, heißt, ich lag um 3:30 im Bett. Um 8:30 war ich wieder wach. Nice! 5 Stunden Schlaf. Ich bin trotzdem mega fit. Ich freue mich riesig auf den Tag heute. Gleich um 11 spielt erstmal das DNL-Team der Freezers, die Hamburg Young Freezers, gegen die Eisbären Junior Berlin oder sowas. Junior Eisbären Berlin oder sowas. Also auf jeden Fall das erste offizielle DNL-Wochenende ist jetzt der neuen Saison. Die spielen auch in der Barclaycard Arena zum ersten Mal. Möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Werde ich auch ein bisschen Videomaterial zu sammeln. Und dann kommt das übliche Fazit der Drittel. Bisschen Ingame-Material. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung. Ich freue mich riesig auf diesen Tag. Das wird geil. Und dann melde ich mich später wieder, ne, wenn ich in der Arena bin. So, liebe Leute, das erste Drittel der DNL-Partie ist rum. Es steht 0-0 zwischen Hamburg und Berlin. Ist ein gutes Spiel, macht Spaß, wieder Eishockey zu sehen. Es ist jetzt mittlerweile 11:45. In etwas über 3 Stunden geht das richtige Spiel los von den Hamburg Freezers gegen die Herning Blue Fox. Ja, bis Krischi und Anna kommen, dauert es auch noch ein bisschen. Das zweite Drittel geht jetzt gleich wieder los. Was kann ich sonst erzählen? Ich habe es in einem anderen Vlog schon mal erzählt, aber ich kann ja hier nochmal über die Neuzugänge der Freezers reden. Da ist ja einiges passiert. Unter anderem haben wir jetzt unseren David Wolf wieder, der ist aus der NHL zurück. Michael Davies und Marcel Müller sind die anderen namhaften Neuzugänge. Dann sind in der Verteidigung Jonas Living und Sean Sullivan aus Iserlohn gekommen. Ich denke, die können uns auch gut verstärken. Es ist natürlich schade, dass Westcott und Co. weg sind. Wer ist sonst noch? Von Bremerhaven ist Jaroslav Hafenrichter dazu gekommen. Ich denke, der wird uns auch weiterhelfen. Dann sind noch Scheiße, jetzt geht's los. Tiffels, Zintek oder so heißt der. Maximilian Franzrepp aus unserem DNL-Team, der gerade spielt. Macht eine gute Partie. Was noch? Wer noch? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich habe bestimmt einen vergessen. Aber ich weiß nicht wen. Naja, machst du nichts. So, das zweite Drittel läuft. Und ich gehe jetzt wieder rein und gucke mir das an. Bis später. So, liebe Leute, zweites Drittel ist vorbei. Yo. Hau dir laute Bocke raus. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich verstehe mich nämlich kaum selbst. Spielstand ist momentan 1:1 zwischen den Young Freezers und Eisbären Berlin. Schmeichelhaftes Ergebnis für die Freezers, denn Berlin hat ordentlich Druck gemacht, hat ganz klar dominiert im zweiten Drittel. Also, ist echt glücklich. Franz Repp zeigt ein super Spiel, haut eine Parade nach der nächsten raus. Also, macht Spaß zuzugucken. Kann ich euch nur empfehlen. Also, ich glaube, DNL-Spiele sind fast immer kostenlos. Wenn ich mich irre, oder? Ich glaube schon. Also, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch mal ein DNL-Spiel an. Ist nicht so hochklassig wie die DEL, klar, aber es macht Spaß. Durchaus. So, ich melde mich nach dem dritten Drittel wieder, beziehungsweise wenn Krischi oder so mal da sind. Mal gucken.
durch einen Shorthander der Berliner. War ein spannendes drittes Drittel, drei Tore gefallen. Wie gesagt, auf dem Shorthander, den habe ich sogar aufgenommen, habt ihr ja gerade gesehen. War gut gemacht, muss man sagen. Und wie ich es gehört habe, ist es auch keine Schande, gegen die Berliner zu verlieren. Sie haben bisher 16 Mal den DNL-Titel geholt. Hamburg ist in der zweiten Saison da drin. Also gut. Hätte besser laufen können, hat es leider nicht. Machst du nichts. Jetzt ist es 10 nach 1. In gut einer Stunde möchte Krischi ungefähr hier sein, meine Herren. Ich mach's mir jetzt gut. Ich hab Musik dabei, hab was zu lesen dabei. Und dann würde ich sagen, melde ich mich zur Einlaufshow oder sowas wieder. Ich bin mal gespannt, ob wir die heute schon sehen werden. Offizieller Saisonbeginn ist erst in 5 Tagen. Und da wird eigentlich auch immer erst die Einlaufshow gezeigt. Aber wer weiß, vielleicht, weil heute ja Freezer's Day ist. Naja, ich melde mich später wieder. Von unseren Freezer's Bambinis. Guck mal, die Katze führt sie an. Die spielen gegeneinander heute. Ein Teil rot, ein Teil blau. Das wird bestimmt Spaß machen. Also, wenn die ein Tor schießen, die könnt ihr auch mal ein bisschen bejubeln. Das ist für die doch was ganz Besonderes hier heute in dieser Arena auf dem Eis zu stehen. So was erlebt man wirklich nicht alle Tage. Der nächste Bambini. Für der 47. Oh, das war ganz cool. Einmal Ruhe in den Mittel, mit der Rückhand rein. Da haben wir uns gestellt.
eure Aufmerksamkeit für etwas Einmaliges in der deutschen Eishockey-Liga. Wir sind sehr stolz darauf, dass bei uns in Hamburg einer von euch die Mannschaft aufs Eis holt. Bitte begrüßt den heutigen Hamburg Freezers Fan-Announcer.
Arne Mando. So, liebe Leute, Runde Nummer 1 ist durch. Steht noch immer 0-0 zwischen Hamburg und Herning, keine Ahnung. Sehr gutes Spiel. Freezers machen ordentlich Druck. Gefällt mir richtig gut, was die spielen. Wolf hat einige gute Chancen, Müller auch. Eigentlich viele Hamburger. Also, ist richtig gut, was sie da spielen. Gefällt mir. So muss weitergehen. Jetzt müssen nur noch ein paar Tore fallen. Powerplay von uns ist durch. Ja, egal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und melde mich noch im zweiten Drittel wieder. 1-0. Werden die ausgetrickst? So, was fängt an mit der Mütze? So, liebe Leute, Drittel Nummer 2 ist rum. Wir sind fertig mit den Nerven hier. Ja, Krischi. Hey, Krischi macht Party und kann ich jetzt gerade nicht überschränken, egal. Auf jeden Fall ging rund in diesem Drittel. 4-0 jetzt für die Freezers. Annie kriegt keine Luft mehr hier. Alter. Die ruinieren meinen Vlog. auf jeden Fall 4-0 Freezers Tor. Halt's Maul. Tore von Dupree, Wolf, Müller und Matzen. 2-4-0 innerhalb von einer Minute oder sowas. Das ist 1-0 nach wenigen Sekunden im zweiten Drittel. Was ist kaputt bei euch, ey? Und das kommt alles ungeschnitten rein in den Vlog. Ist mir scheißegal. Den Mittelfinger sieht man. Okay, jetzt sieht man den Mittelfinger. Der kommt auch mit rein. Ist mir egal. Die Leute wissen, dass meine Videos beknackt sind. Also, scheißegal. Hey, meine Vlogs werden geguckt. Egal. Das müssen wir nicht jetzt diskutieren, Leute. Ich werde mich nach dem letzten Drittel wieder. Haut rein. Oh!
Mann, ey. Rum, drittes Drittel vorbei. 5-0 der Endstand. Also Shutout für die Freezers. Ist das ein Spiel? Was? Oh Mann, ich lass mich schon wieder ablenken. 5-0 Sieg der Freezers über die Henning. Die macht mich aggressiv da. Der eine Stuhl ist heller als der andere. Den merke ich gerade so in der Kamera. Naja, auf jeden Fall ein gutes Spiel. Zwei Tore von Phil Dupuis, einige Assists von Oppenheimer. Müller hat ein Tor gemacht. Matzen. Und Wolf, genau, Wolf, danke. Und ja, jetzt feiern wir noch ein bisschen. Und dann geht's in 5 Tagen die richtige Saison los. Das wird, glaube ich, noch ein ganz anderes Kaliber gegen Ingolstadt. Aber wir freuen uns. Wer sonst? Genau, das ist auch mein Sohn bei so.
auch schon Dennis Händler. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir, wenn immer wieder in unserem eigenen Haus zu stehen. Lang, lang ist her. Wir haben uns riesig gefreut, schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ich glaube, wir haben gemeinsam einiges vor dieses Jahr. Lasst uns dieses Jahr gemeinsam durchziehen. Wir haben einiges vor. Wir versuchen, unsere Leistung zu bringen. Ohne euch geht es aber nicht. Feuer in uns an. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Dann rocken wir das Schiff. Alles klar. Viel Spaß. Leute, wie immer Zeit für ein kurzes Fazit. Spiel war wieder super, richtig schön wieder beim Eishockey gewesen zu sein. Ja. 5-0 Sieg der Hamburg Freezers über die Herning Blue Fox. Das ist ein merkwürdiger Name. Vor allem Herning, ist so ein untypischer dänischer Name für einen Ort. Merkwürdig, egal, ich schweife schon wieder ab. Also 5-0, super Erfolg, das lässt auf mehr hoffen in der Saison. Allerdings denke ich, dass am kommenden Freitag Ingolstadt nochmal ein ganz anderes Kaliber sein wird als der heutige Gegner. Mir war es leider nicht vergönnt, ein Tor aufzuzeichnen von den Hamburg Freezers. Nur ein Tor der Junior-Eisbären oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall, ja, war super. Endlich wieder Eishockey. Der geregelte Alltag kommt wieder. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Gibt es noch was zu sagen? Kommenden Freitag wird es vermutlich auch wieder einen Vlog geben. Könnt ihr mit rechnen. Saisoneröffnung mit neuem, mit neuer Einlaufshow und alles. Doch, das zeichne ich euch auf. Jetzt sage ich euch wieder vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in andere Videos reinguckt. Lasst Bewertungen da, kommentiert, interagiert mit uns. Würde mich freuen. Haut rein, bis die Tage. Ciao.